Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge der River Ridge Mountains Map. Freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute weiter mit unserer Strecke, die ja hier unten von Frankenberg über Waldkappel, über Wood Pass bis nach Highfield führt. Müssen wir natürlich die Städte hier noch umbenennen. Ich habe hier gedacht, wir nennen Wood Pass, nennen wir Grimont und Highfield nennen wir Hochstadt. Ist doch eigentlich ganz passend. Hochstadt. No, dann haben wir hier diese beiden Städte auch umbenannt und dann müssen wir nur noch hier quasi den Streckenverlauf weiterbauen von Grimont einmal hier rüber nach Hochstadt. Wir könnten jetzt natürlich auch weiterbauen, dass wir hier nochmal rüberfahren bis nach Schorndorf, aber ja, nee, ne? Möchte ich jetzt eigentlich nicht, weil wir haben ja hier eigentlich schon die Strecke. Die können hier hinten dann in Rosenheim umsteigen und dann hier nach Waldkappel fahren und dann hier hoch nach Hochstädt. Hochstadt, wenn die das möchten. Hier liegt aber auch ganz schön viel Zeug drin, ne? Alles für die Güterzuglinie 4, der absolute Wahnsinn. Da müssen wir auch mal gucken, ob die Kapazitäten dann reichen werden, ne? Warum liegen hier Steine drin? Das ist ja auch spannend. Hier liegen Steine drin. Aber wo werden die hingebracht? Via Griesheim. Via Griesheim. Werden die hier benötigt? Hä? Das ist ja sehr wieder phänomenal. Hier gibt es ja keine Verbindung hin. Das ist ja mal wieder absolut lustig. Naja, sei es drum. Ach klar, ja. Nee. Der Zug muss die hier gar nicht abladen. Der kann ja durchfahren. Das ist ja wieder spannend. Ja, hier brauchen wir echt mehr Kapazitäten, ne? Bevor wir jetzt die Strecke weiterbauen. Also Steine werden ja hier transportiert. Ach du liebe Güte. Gut, wir bauen jetzt erstmal die Strecke zu Ende. Und dann kümmern wir uns darum. In Hoch... Aber wir nennen das mal Hochstädt. Hört sich irgendwie besser an. Hochstädt. Bauen das hier erstmal fertig. Dass wir hier einen Kopfbahnhof reinbauen. Einen kleinen, schnuckeligen, schönen. Dass wir hier sagen, ja, 240. Ein Gleis. DB Dunkel. Machen wir ein bisschen breiter. Keine Oberleitung. Kein Eingang an der Vorderseite, sondern ein Eingang am Kopfende. Das ist schon lang, ne? Aber ja gut, ist okay. Dass wir den hier reinbauen. Und dann können wir nämlich seitlich können wir noch ein paar Treppen bauen. Möchte jetzt hier aber eher RAA-Gebäude haben. Ein großes. Das ist ein bisschen zu groß, nehmen wir ein mittleres. Mittel und Mittel, genau, dass wir hier den Abstand haben, den richtigen zur Straße. Na. So, hier passt es mit der Höhe. Hier würde ich die Höhe dann gerne nochmal anpassen. Hier passt es mit der Höhe und hier möchte ich die Höhe anpassen. Das ist auch wieder... Das gibt es nur im deutschen Sprachgebrauch. Ne? So, dass wir das hier auf einer Höhe haben. Ne? Und dann zwiebeln wir das hier hoch wieder. Und zwiebeln das hier weiter. Ja, das ist okay. Oberleitung hatten wir jetzt hier nicht. Nee, Gott sei Dank. Dass die Gebäude hier einfach noch ein bisschen altbacken sind. Vielleicht ein moderneres. Dass wir hier seitlich ein moderneres haben. Das geht nicht. Das kann man nicht ineinander bauen. Na gut, sei es drum.
Dann halt nicht. Da muss die Strecke einmal hier nach Grimma. Gucken wir mal, wie wir hier runterfahren. Am besten, wir fahren hier in den Tunnel, fahren dann hier runter und fahren dann hier durchs Tal entlang. Das würde mir gut gefallen. Nicht nach oben. Typischer Fehler. Aber zum Glück noch früh genug gemerkt. Das würde gehen von der Steigung. Linkes Gleis, rechtes Gleis. Genau, fahren wir hier in den Tunnel und kommen hier wieder raus. So war der Plan. Ist auch gar nicht so lang, der Tunnel. Das ist also vollkommen okay. Tunnelportale hier. Die ganzen Landstraßen hier. Das ist ja hier relativ gerade. Da kann man dann super gerade hier rüber fahren. Genau. Dass wir hier rausfahren. Hier dann so ein bisschen im Bogen. Hier rüber. Auch hier nehmen wir einfach die Lichtsignale ohne Schranke. Welche waren das? Waren hier gar keine Laboratorien? Genau. Aber ohne Strom. Bogen hier rüber. Oh, mit 70 ist das okay. Hier kurz vom Bahnhof. Dann einmal hier rein. Okay. Hier durchs Tal nach unten. Ah, das ist schön hier. Schön durch dieses Tälchen hier durch. Hier rein. Wunderbar. Das war ja recht unkompliziert, der Streckenbau hier. Das ist doch mal eine schöne Sache, wenn es auch mal unkomplizierter ist. Das würde ich sogar so lassen hier. Hier so ein bisschen anpassen. Ah, hier hakt es dann wieder. Okay. In der letzten Folge ging das ja problemlos mit dem Anpassen. So, genau. Hier müssen wir aber ein bisschen anpassen. Schön, schön.
Mitfahrt freue ich mich jetzt schon. Die Steine hier weg. Die hübschen. So, zumindest im Sichtbereich der Mitfahrt. Das Gröbste mal hier rausnehmen. Sehr, 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 sehr nice. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Die nutzen die Brücke schon, um von der einen Seite zur anderen zu kommen. Auch lustig, ne? Dann verbinden wir das hier gleich. Mal einmal hier rüber. Hier könnte man glatt von hier oben Brücke machen. Einmal hier rüber. Ja, ich denke, eine Steinbrücke tut sie am ehesten. Bisschen flacher. Ja. Ei. Das Tool wollte ich. Genau, da können die nämlich hier auch rüberfahren. Sehr schön. Gut, dann setzen wir die Signale. Natürlich nehmen wir die Formsignale hier. Brauchen wir einmal hier eins. Das machen wir weg. Das kommt dann nämlich hier hin. Hier brauchen wir eins. Kommt das hier weg. Und dann geht es hier hoch. Ging doch schneller, als ich dann dachte. Ich dachte eigentlich, mit der Strecke sind wir ein bisschen länger beschäftigt, weil wir ja auch ziemlich weit, oder besser gesagt, ziemlich ziemliche Höhenunterschiede haben. Aber es ging jetzt eigentlich recht easy. Das mal alles durchschalten hier. Das sind fast alles auch nur Repaints, die wir hier haben. Oh, die 285 haben wir auch. Viele neue Straßenbahnen, neue Güterwagen, Audi, Toyota, alles mit dabei, Benz, Volkswagen. Okay. Eine neue Linie von Hochstädt. Einmal nach Grimma. So, noch umbenennen. Hier lang nach Waldkappel. Und nach Frankenberg. Genau. Und wieder zurück. Über Waldkappel. Hochstädt. Sehr schön. Und das nennen wir, wie haben wir die andere? Ist die RB22, ne? Machen wir hier die RB. RB25.
30 Frankenberg Hochstädt. Hier haben wir Waldkappel Bahnhof. Hier haben wir Grimmer Bahnhof. Und hier Hochstädt Bahnhof. Und dann gucken wir mal, was wir hier fahren lassen. Erstmal müssen wir dann, ja gut, wenn wir die Züge rausschicken, können wir dann sagen, ui, guck mal hier, da kommt noch das Plus jetzt wieder rein. Sehr schön. Ja, wenn die Züge sich dann auf der Linie verteilen, dann können wir ja den Bahnhof hier schick machen. Jetzt hier einmal daneben bauen. Und dann gucken wir mal. Ich würde jetzt gerne Typ kann man hier gar nicht sortieren, ne? Diesel. Was haben wir denn hier Schönes? Mal einiges, ne? 612er. Der Siemens Zero schafft 120. Gut, die Gleise sind jetzt auch nur ausgelegt für 120, ne? Schafft auch 120. Also den Rennsemmel würde ich jetzt ungern nehmen hier. Wir nehmen hier, weil auf der anderen fahren ja schon die 218er, hier würde ich jetzt Triebzüge nehmen. Wir hier einmal Doppeltraktion vom Siemens Zero Classic. Merp. Na gut, hier brauchen wir keinen Übergang, ne? Wir hier von der Stadtbahn. 4. Und einfach ein paar Sitzgelegenheiten, ne? Einmal. Zweimal. Paar Bänkchen. Das sollte dann reichen. Ne? Vorne noch. So. Sehr schön. Herrlich. Oh, eine schöne Ansicht, ne? Für die Mitfahrt. Das Blöde ist halt immer nur das Flimmern. Ja, und dass die Bäume hier, ihr seht's. Ah, nee, das geht leider nicht. Sonst würde hier Waldsterben sein. Das ist unschön. Ja. Und was haben wir noch? Ja, hinten drin noch, ne? Ja, ihr seht's. Das ist. Ja. Müsste den Modder mal aktualisieren. Cool ist die Ansicht, aber ja, mit Waldsterben wollte ich hier eigentlich nicht durch die Gegend fahren. Bei mir gibt's kein Waldsterben. Wow, wie viele Züge machen wir? Ich glaube, 4 Stück wären okay, ne? Dass wir hier dann noch eine Doppeltraktion 628er nehmen. Machen wir sie, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Muss erstmal reichen. Ja, aber die Ansicht ist ja auch nice, ne?
die dann nehmen für die Mitfahrt. Das sollte ja auch eigentlich ein gutes Bild sein, ne? Sehr schön. Hier brauchen wir dann noch ÖPNV. In Grimma natürlich auch. Hier unten haben wir es ja schon. Ein paar wollen auch schon mitfahren. Boah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier fährt ja die Straßenbahn. So viele Steine. Wo sind denn unsere Züge? Hier ist einer. Hier ist einer, ne? Der ist auch gerade. Ist hier vorne. Und er fährt in die andere Richtung. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir eine extra Zug machen, nur für Steine, der das hier wegholt. Das bringt ja sonst nichts. So, der fährt hier auch gerade rein. Und dann kaufen wir noch einen. Machen wir nochmal hier Doppeltraktion. Siemens DeSiro 60, das ist halt schon, boah. Weiß ich jetzt nicht. Das wird halt schon so ein Problem dann, ne? Nehmen wir die hier noch. Die haben 44er Kapazität. Sollten ein paar mehr auf die Reise schicken. Aber dann wird es sich hinten in Frankenberg halt knubbeln, ne? Das wird dann das Problem sein. Oh, wir haben den Lind, haben wir auch noch. Ist okay. Ja, der hat 140, aber die Gleise schaffen wir nur 120. Von daher ist das okay. Sollte jetzt kein Problem sein, dass die Züge aufeinander auflaufen. Schauen wir mal. Kurz warten und dann schicken wir den noch raus. Erstmal sollten die Kapazitäten reichen, glaube ich. Auch ein schönes Fahrzeug, ne? Der Lind, das himmlische Kind. Ich glaube, hier konnte man aber auch. Ja. Hier konnte man auch schön mitfahren. Das ist auch eine coole Ansicht, ne? Mirp. Ach, wir haben schon tolle Fahrzeuge mittlerweile. Nach all den Jahren. Auch so detailliert, ne? Wenn ich mir den Führerstand angucke, das sieht schon toll aus. Wunderprächtig. Sehr cool. Jetzt würde ich hier hinten. Ne, hier hinten. Holy crap. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich würde jetzt hier einen Zug rausschicken, der. Wieso bringt der Steine? Ach, das ist doch wieder. So, 9 und 13. Filter. Entladen keine Steine. 13. Entladen.
Keine Steine. Dann haben wir hier die 7 und die 15. Keine Steine. Keine Steine. Hier haben wir dann die 4 und die 17. Keine Steine. Und keine Steine. Das war's, ne? Genau. Und dann fahren wir hier hin. Und da kannst du dann auch Steine abladen. Ach, das ist immer so. Weiß nicht. Schon ein bisschen seltsam, was das Spiel manchmal macht. Lass mal den hier reinfahren. Der nimmt zwar ein paar Steine mit, aber ja, nicht gerade ausreichend. So, dann kann der rausfahren. Ja, der Wahnsinn. Okay. Mit einem vorübergehenden Depot. Der nur Steine transportiert. Die 185er war sie hier, ne? Alpinisten, Alpinisten. Alpinisten. Metronom? Nee, Metronom möchte ich nicht. Hier. Genau, das ist schön. Hier Hector Rail. Cargo. Steine. 2010. Der ist wie lang? 19. Der ist 12 Meter. Der ist 19 Meter, aber das sind ja die hier aus dem Standardspiel. 16, 16. Nehmen wir die Oats. Bisschen Baumaterial, dass er so ein bisschen Baumaterial noch mitnehmen kann und Lebensmittel. Lebensmittel und Baumaterial. Ja, nehmen wir die hier noch. Aber sehr schön. Lass mal den noch reinfahren und voll machen. Schöne Schlange, ne? Ja, dass der auf dem Weg hierher halt auch so ein bisschen was mitnehmen kann. Aber wir brauchen schon einen Zug, der hier ausschließlich Steine transportiert. Ja, der helle Wahnsinn, ne? Der helle Wahnsinn. Sehr cool. Ja, schön. Dann hoffe ich, dass hier unsere neue Linie einigermaßen gut anlaufen wird. Ja, ist sogar voll hier. Sehr schön. Er hat hier 6 Stück dabei. Schauen wir mal, wie gut das Ganze anlaufen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.